Guten Abend, liebe Zuschauerinnen und Zuschauer. Im Zusammenhang mit der neuen Lebensmittelverordnung werden zurzeit viele von unseren Packungen überarbeitet und ergänzt. Wir benutzen die Gelegenheit natürlich gerade, um die Packungen noch ein bisschen schöner und interessanter zu gestalten. Wie zum Beispiel die von der Milch, die Sie hier hinter mir sehen. Neben der Doppeldatierung, nur bei der Pastmilch von Coop sehen Sie, wie lange die Milch schon im Laden ist, hat unsere Milch jetzt auch ein eigenständiges und unverwechselbares Gesicht bekommen. Das hat unter anderem den Vorteil, dass man die verschiedenen Milchsorten sehr leicht voneinander unterscheiden kann. Eine Verwechslung zwischen Past und UHT und zwischen Vollmilch und Magermilch ist jetzt fast nicht mehr möglich. Bleiben neben diesen optischen Verbesserungen ist allerdings die Qualität der Milch, die auch in der modernen Ernährung immer noch eine Schlüsselstellung einnimmt. Schon ein halber Liter Milch am Tag deckt nämlich ein Viertel vom Eiweiß und die Hälfte vom Kalziumbedarf. Außerdem ein Viertel vom Fettbedarf und ebenfalls die Hälfte vom Bedarf an Phosphor, den wir brauchen. Und ganz nebenbei ist Milch wegen dem hohen Wasseranteil auch gerade noch ein guter Durstlöscher. Was einen weiteren Kommentar zu diesen Bildern überflüssig macht. Fabio, Luca. Neu bei Coop gibt es den UHT-Milchtrink seit einiger Zeit in einer praktischen 1,5-Liter-Packung mit einem wiederverschliessbaren Ausguss. Und zum Abrunden von dieser kleinen Milchlektion jetzt noch ein Hinweis auf eine ganz besondere Milch, die es wirklich nur bei uns gibt. Eine teilentrammte Milch, angereichert mit 12 Vitaminen und 2 Mineralstoffen. Wir sagen dieser Milch Sportmilch. Sie ist allerdings nicht nur den Sportlern vorbehalten. Auch allen anderen aktiven Zuschauern wird die Milch bestimmt gut tun. Weiter geht es jetzt im Markenfenster mit einem Produkt, das ebenfalls mit Milch angefangen hat. Das Leben ist schon hart genug. Schnappt euch doch wieder mal ein Schweizer Raclette. Du bist der hellste Punkt an meinem Horizont. Du bist der Wirbelsturm in meinem Wasserglas. Du bist das Rettungsboot auf meinem Ozean. Die Auswahl feinster Merci-Schokoladen. Merci, dass es dich gibt. Merci oder Danke sagen kann man ja auf verschiedenste Arten. Auch mit einem feinen Dessert. Von Goldstar gibt es jetzt erntefrisch gefrorene Himbeere in einer besonders grossen Packung. Der Armin Amrain weiss, wie auch kleine Köche damit umgehen können. Und wenn der Papi auch noch etwas mithilft, kann bei dem Muttertagsdessert eigentlich nichts schief gehen. Grüezi miteinander. Jetzt aufpassen. 300 Gramm Himbeere mit 100 Gramm Zucker aufkochen und durch den See passieren. 3 Blatt Gelatine einweichen und gut ausdrücken. Und dem heissen Himbeerpüree hinzufügen. Dann noch fies abkühlen oder abkalten. Und Kinder, wegschauen. Mit ein bisschen Himbeergeist abschmecken. 3,5 Deziliter geschlagener Rahm drunter ziehen und zum Schluss 200 Gramm Himbeere ganz vorsichtig drunter heben. Sofort in Förmi abfüllen und an der Kälte erstarren. Dann Joghurt Natur mit ein bisschen Puderzucker mischen. Spiegelartig auf flache Teller verteilen und mit einem hübschen Dekor von Frochmark verzieren. Vor dem Servieren förmlich mit dem Himbeerflan kurz ins heisse Wasser tauchen und in die Mitte setzen. Mit Himbeere und Münzenblättchen ausgarnieren und alles sanft mit Puderzucker bestäuben. Bestimmt wird sich die Mami am Sonntag über die Überraschung freuen. Der Papi kann jetzt noch mal alles nachlesen. Das Rezept steht auf der Teletext-Seite 555 und auf dem Internet. Und nach dem lustigen Dessert haben jetzt auch wir einen Beitrag zum Muttertag. Diesen schönen Blumenstrauß kommen Sie bei uns für nur 11,90 über. Ein Liter Sonnenblumenöl gibt es für nur 2,70. Und 2 Pakete Jakobskaffee Medaido, Bohnen oder gemahlen für nur 12,40. Außerdem offerieren wir Ihnen Sport- und Freizeitschuhe Active Line für nur 27 Franken. Und dann noch der Preisabschlag. 500 Gramm Blätterteig en bloc kostet ab sofort nur noch 2,40. Und im Coop-Restaurant präsentiert der Küchenchef seine Spaghetti alla Rabbiata für nur 7,20. Etwas, was sich Spaghetti-Fans ganz sicher nicht entgehen lassen werden. Zum Schluss haben wir noch ein paar Bilder, die sich am Sonntag überall abspielen könnten.
Ja, nun. Das Wichtigste am Muttertag sind schließlich Blumen. Das war's für heute. Danke, dass Sie Zeit hatten. Auf Wiedersehen.